Schiedsrichter Michel Risterer gegen Marius Makamul. Yeah.
Gießerer, ein Name, den wir schon seit Jahren verbinden mit dem SC Sarre Unterföhring. Du kommst aber eigentlich aus Freiburg, aber du bist jetzt immer schon beim Unterföhring, oder? Ja, seit 5 Jahren. Also da bin ich nach München gezogen und seitdem ringe ich für Unterföhring. Jetzt in der Zukunft ziehe ich wahrscheinlich wieder nach Freiburg, also für Studium. Aber ist noch nicht ganz sicher, ob das dann alles läuft. Aber also jetzt vorerst bin ich dann in Freiburg. Aber ringen tue ich trotzdem erst für Unterföhring. Hast du denn hier angefangen bei Unterföhring mit Ringen oder bist du aus Freiburg schon als Ringer hergekommen? Nee, ich habe in Freiburg im Ringen angefangen. Also mein Vater, der ist ja auch gut im Ringen gewesen und als ich 9 war oder so, habe ich angefangen mit Ringen. Und ja, dann eben vor 5 Jahren bin ich auch unter Föhring gewechselt und ja. Ja, bei euch ist die ganze Familie irgendwie beim Ringen, deine 2 Schwestern und du, glaube ich, ne? Wer war jetzt der Erste auf der Matte, die Kim oder du? Nee, ich war der Erste, ja. Und die Kim ist dann 1-2 Jahre später da so auch und die Ellen dann nochmal 2 Jahre später, ja. Also der Grund, warum du zum Ringen bist, war eher der Papa oder hat dich das Ringen schon irgendwie mal interessiert, früher auch schon, wo du es gesehen hast mal? Ja, also hauptsächlich der Vater, weil ich habe halt dann bei den Kämpfen auch zugeschaut, also auch so, weil ich es irgendwie toll fand, aber hauptsächlich mein Vater, weil der hat mich dann auch zum Ringen gebracht und so und dann, ja. Ziele fürs nächste Jahr, gut, du hast gerade gesagt, eventuell geht es dann wieder, was heißt eventuell, nach Freiburg. Deutsche Meisterschaften ist natürlich für dich wieder ein Ziel, das ist ganz klar, logisch, oder? Ja, klar, es ist halt die Männerdeutsche Meisterschaft, deswegen wird es hart, aber ich trainiere jetzt auf jeden Fall mal ganz normal, als ob es auch eine Juniorendeutsche Meisterschaft wäre oder so und schaue dann halt mal, was rauskommt. Ja. Du hast ja heuer letztes Mal bei den Junioren gerungen, bist ja auch Deutscher Meister geworden, oder? Genau. Und jetzt geht es bei den Männern weiter. Viele sagen, oh, der Altersunterschied ist sehr groß, auch der Leistungsunterschied. Wie gehst du da rein? Ist es für dich ein Kampf wie jeder andere oder hast du ein bisschen, ja, was heißt Bammel? Ja, wie siehst du die Sache bei den Männern jetzt? Nee, also irgendwie Angst oder so habe ich da jetzt nie, weil genauso wie dieses Jahr auch bei der Männerdeutschen Meisterschaft, da habe ich auch einfach gerungen und das ist halt, es ist klar, die anderen sind älter und ich habe ja nichts zu verlieren. Also ja, ich ringe einfach, wie ich ringe und dann, ja. Du, Michael, dann alles Gute, viel Erfolg, bleib verletzungsfrei und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder dann, spätestens nächstes Jahr auf der Deutschen dann. Ja, Dankeschön.